Moin Leute, was geht ab? Die Zeit am Start und herzlich willkommen zu einem News-Video. Als ich heute Morgen auf mein Handy gesehen hatte, habe ich eine echt heftige Nachricht bekommen. Das GameStar-Team hat ein Interview mit dem Design-Direktor von Rockstar Games geführt und in diesem Interview wurden einige Updates angeteasert bzw. es wurde auch schon ein Update bestätigt. Und alles, was in diesem Interview so wichtig ist und sehr interessant für uns ist, das werde ich euch hier in diesem Video zeigen. Ein Link zur GameStar-Seite mit dem kompletten Interview packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen. Werfen wir gleich einmal einen Blick auf die Schlagzeile. Red Dead Online setzt für das nächste Update wieder auf mehr Action. Wem die Naturkundlerrolle zu entspannt war, darf sich auf das nächste Update für Red Dead Online freuen. Darin setzt Rockstar wieder auf mehr Action, wie es uns der Entwickler verrät. Und gleich im ersten Part des Interviews wird's schon richtig interessant. Dort fragt GameStar, wie geht es mit Red Dead Online nach dem Naturkundler weiter. Im Interview hat uns Rockstar Games einen Ausblick auf das nächste Update gegeben und verraten, wem die letzte Rolle zu entschleunigt und gemächlich war, der darf sich demnächst wieder auf mehr Action und Schießereien in bester Wild West Manier freuen. Hört sich schon mal sehr interessant an und dazu sagt der Designdirektor Scott Butchart von Rockstar Games folgendes. Die Spieler werden nicht zu lange auf ein eher actionorientiertes Update warten müssen. Im kommenden Patch werden wir eine existierende Rolle weiter ausbauen, was für reichlich actiongeladene Schießereien sorgen wird. Hier wird also erwähnt, dass eine bereits existierende Rolle weiter ausgebaut wird und dadurch mehr Action entstehen wird, also mehr Schießereien ins Spiel kommen werden. Und wenn man sich hier Gedanken macht, um welche Rolle es sich handeln könnte, welche Rolle die hier meinen, steht eigentlich eins fest, dabei handelt es sich um den Kopfgeldjäger. Denn der Kopfgeldjäger ist die einzige Rolle, die wirklich sich explizit mit bisschen Action beschäftigt hatte, wo man auch mehr Schießereien hatte als in den ganzen anderen Rollen. Und dort ist GameStar eigentlich derselben Meinung wie ich auch und die sagen dazu folgendes. Welche Rolle damit gemeint ist, verrät Butchart nicht. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass in absehbarer Zeit der Beruf des Kopfgeldjägers ausgebaut werden könnte. Immerhin handelt es sich dabei um die Rolle, die sich neben den Sammler, Jäger, Schwarzbrenner und Naturkundler am ehesten dafür anbieten würde. Und ganz genau so sehe ich's auch. Ich gehe also sehr stark davon aus, dass hier tatsächlich der Kopfgeldjäger erweitert wird zu einer Art Bandit oder Outlaw. Das bedeutet, wir werden sehr wahrscheinlich in Zukunft eine Art Heists bekommen, wie wir diese auch aus GTA kennen, also Banküberfälle, vielleicht auch Zugüberfälle und ich freue mich schon richtig drauf. Im Hintergrund könnt ihr schon die Szenen sehen. Wir kennen es aus dem Singleplayer, dort hatten wir einige Banküberfälle, wie zum Beispiel den hier in Saint-Denis. Das sind eigentlich immer genau die Momente, die einen fesseln und an so ein Spiel auch binden. Und in der Story von Red Dead war es ja auch schon so gewesen, dass man diese Banküberfälle so peu à peu vorbereitet hat. Praktisch auch wie in GTA, wo man seine Heists vorbereitet hatte und dann zum endgültigen Finale kam. Ich gehe hier auch sehr stark davon aus, dass es genau so sein wird. Die werden wahrscheinlich diesen Story-Teil, also diesen Story-Aspekt, in den Red Dead Online-Modus reinholen. Dort wird es wahrscheinlich genauso wie auch schon mit der Rolle des Naturkundlers. Dort haben die auch eigentlich nur mehr oder weniger die legendären Tiere kopiert und das Ganze genauso in den Online-Modus gepackt. Vom Ablauf her ist es eigentlich genauso wie in der Story auch. Also schätze ich mal, dass es mit den Banküberfällen eigentlich genauso laufen wird. Aber meine Theorie bzw. Vermutung wird gleich nochmal bestätigt. Vorerst kommen wir nochmal zu etwas anderem. Keine Rolle soll zu kurz kommen. Dort sagt nämlich Butchart, der Designdirektor, folgendes. Wir haben schon eine Reihe verschiedener Rollen, die sich jeweils auf bestimmte Aspekte der Welt konzentrieren, wie die Kopfgeldjagd, den Handel, die Entdeckung und die Natur. Und jede davon hat ihren eigenen Reiz und bietet entsprechende Spielmöglichkeiten. Die Zukunft von Red Dead Online wird sich um den weiteren Ausbau dieser Rollen mit sinnvollen Spielmöglichkeiten drehen und eventuell um die Einführung weiterer Berufe. Und drunter kommt dann eigentlich schon die Bestätigung. Ihr könnt euch definitiv auf neue Schießereien und mehr von dem freuen, was den Wilden Westen ausmacht. Darüber hinaus gibt es noch viel Potenzial, da wir den Spielern ermöglichen, sich noch mehr in bestehende Rollen zu vertiefen.
Wir haben eine Vorstellung von der allgemeinen Ausrichtung des Spiels und das Feedback aus der Community wird uns auch in Zukunft sehr dabei helfen, Entscheidungen zu treffen. Also hier nochmal ganz klar die Bestätigung, dass die nächste Rolle voll auf Action setzen wird und dass wir dort eine Rollenerweiterung bekommen werden, beziehungsweise eine Art neue Rolle, und dass die hier das Feedback der Community beachten, um ihre Entscheidungen zu fällen. Und wenn ich so grob überschlage, was sich die Community in letzter Zeit wünscht, dann steht eigentlich nur eins fest: Es ist der Outlaw. Die Leute haben Bock auf Banküberfälle, auf Zugüberfälle und so richtig schön im Wild West Style. Also können wir uns hier auf jeden Fall darauf freuen, dass wir weitere Rollen bekommen werden, beziehungsweise Rollenerweiterungen und unter anderem auch genügend Action. Jetzt werfen wir aber nochmal einen Blick auf eine weitere Frage, nämlich die Frage, wieso sich Rockstar für den Naturkundler entschied. Und hier wird uns auf jeden Fall meine Vermutung nochmal bestätigt, dass das Ganze eigentlich nur ein Kopieren aus der Story ist und ein Reinpacken in den Online-Modus. Natürlich wird das Ganze immer wieder angepasst und etwas verfeinert, aber im Großen und Ganzen sind es die Rollen, die wir schon aus der Story kennen. Und dort sagte uns ein anderer Designdirektor, ich meine es ist Katie Pisa, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wurde, folgendes: Wir haben einen umfangreichen Katalog an Inhalten, sowohl mit Ideen, die wir bereits für zukünftige Updates festgelegt haben, als auch mit einer ganzen Reihe an Optionen, die wir immer weiter verfeinern, bis wir sie ebenfalls umsetzen können. Wir wussten von Anfang an, dass wir mit dem Naturkundler das Erlebnis der Jagd auf legendäre Tiere aus dem Singleplayer-Modus aufgreifen und transportieren wollten und dass es Wege gibt, dieses Erlebnis für eine Online-Welt mit mehreren Spielern zu erweitern und zu verfeinern. Also war es Rockstar Games eigentlich schon von Anfang an klar, dass die Jagd auf legendäre Tiere auch in den Online-Modus kommen wird, beziehungsweise es Wege geben wird, das in den Online-Modus reinzupacken. Auf die Idee, mit dem Naturkundler die Jagd nach legendären Tiere im Singleplayer von Red Dead Redemption 2 in Red Dead Online zu übertragen, geht auch Designdirektor Scott Butchart weiter ein. Insbesondere die Jagd auf legendäre Tiere war ein Element des Singleplayers, das uns immer gut gefallen hat. Wir hatten das Gefühl, dass wir diesen Aspekt erweitern und zu einer vollwertigen Rolle ausbauen konnten, zu etwas, das auf eigenen Füßen steht und der Welt eine neue Dimension verleihen kann, die reich an Inhalten ist. Die neue Erweiterung soll dazu beitragen, die lebendige, atmende Welt von Red Dead Online zu einem Ort zu machen, an dem man sich verlieren kann. Also ist meiner Meinung nach hier ganz klar, wie Rockstar Games vorgeht, denn hier ist es eigentlich nur ein Copy and Paste. Man nimmt das, was aus dem Singleplayer kommt, also was dort schon gut gelaufen ist, und packt es einfach in den Online-Modus. Somit können wir uns auf jeden Fall darauf freuen, dass wir in Zukunft Banküberfälle machen werden, eventuell den ein oder anderen Zug überfallen werden und dort die ganzen Leute plündern können. Jetzt schreibt ihr mir nochmal in die Kommentare, was ihr meint, was ist eure Vermutung, was erwartet uns. Wie gesagt, das Interview könnt ihr euch nochmal komplett durchlesen, einen Link dazu gibt's unten in der Videobeschreibung. Zusätzlich verlinke ich euch noch den YouTube-Kanal von GameStar, denn das ist eines meiner absoluten Lieblings-Gaming-Seiten und auf jeden Fall ein Abo wert. Ich hoffe doch, ich konnte jetzt den ein oder anderen da draußen informieren und auf dem Laufenden halten. Und wenn so war, lasst es mich doch wissen in Form eines Kommis, Likes oder Abos. Bis zum nächsten Mal, haut da rein, Design.